Hi, mein Name ist Philipp Ruhland. Ich bin Psychopath und Traumatherapeut aus Saarbrücken und heute mache ich ein Video zum Thema emotionaler Missbrauch. Das ist ein ganz wichtiges Thema, das ich heute mit euch teilen will, weil der emotionale Missbrauch einer der Hauptentstehungsfaktoren bei psychischen Krankheiten ist und zugleich der Faktor, der am schwersten zu identifizieren ist. Zum einen, weil ungeheuer viel Kategorien unter emotionalen Missbrauch eingeordnet werden können und weil man ganz langwierig oft die Familienatmosphäre erfassen muss, um festzustellen, ob ein solcher emotionaler Missbrauch vorgelegen hat. Fragt man zum Beispiel physische Misshandlung oder sexuelle Gewalt ab, sofern sie erinnerlich ist, ist die Feststellung dieser beiden Missbrauchsformen recht einfach zu treffen. Es reichen meist 1 bis 2 Fragen, um diese Formen festzustellen. Sind sie in der Kindheit geschlagen worden? Wenn ja, mit Gegenständen. Wenn diese Frage beantwortet ist, liegt meistens die Kategorie des physischen Kindesmissbrauchs vor. Und das ist dann ganz klar, dass man einen harten Fakt für eine psychische Störung hat. Ganz anders liegt es, wie gesagt, beim emotionalen Missbrauch, der ganz viele Gesichter haben kann, der weit gefächert ist und an dem man sich rantasten muss und lange Zeit wirklich sich durch die Familiengeschichte arbeiten muss und dann immer mehr Infos kriegt, die diese These bestätigen. Dieses Video hat auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil das Thema, wie gesagt, sehr groß ist. Ich werde euch einen kleinen Überblick über die Definition geben und werde euch dann ein paar Fallgruppen vorstellen. Das wird alles sehr kursorisch passieren, weil ich kann zu jedem Thema noch gut und gerne ein einzelnes YouTube-Video machen. Deshalb ein Überblick. Ich werde euch vorstellen die Beleidigung, die Beschämung, den Psychoterror und Leistungsterror, sowie Schweigen als Missbrauchsform, wird nachher am Schluss noch kurz auf Parentifizierung eingehen, zu der ich aber ein gesondertes Video gemacht habe. Starten wir nun mit der allgemeinen Definition von emotionalem Missbrauch. Emotionaler Missbrauch liegt vor, wenn eine erwachsene Bezugsperson oder mehrere erwachsene Bezugspersonen wiederkehrend Verhaltensmuster und Verhaltensweisen dem Kind gegenüber aufweisen, die dem Kind das Gefühl der Wertlosigkeit geben, die dem Kind das Gefühl geben, es sei nicht liebenswürdig oder die dem Kind nur einen Wert beimessen, wenn es für die erwachsene Bezugsperson irgendwelche Sonderbedürfnisse oder Allgemeinbedürfnisse erfüllt. Also grundsätzlich jede Verhaltensweise, die auf lange Sicht dem Kind wirklich das Gefühl gibt, keinen Selbst- und Eigenwert zu haben. Der emotionale Missbrauch ist was in vielen Einzelakten passiert. Im Folgenden werde ich euch einzelne Fallgruppen vorstellen. Fangen wir nun an mit der Fallgruppe der Beleidigung. Also Beleidigung ist auch im Strafrecht ein Straftatbestand. Wenn man eine Person herabwürdigt, ist das eine Beleidigung. Und immer wieder berichten mir Patienten, dass sie in der Kindheit konstant von nahen Bezugspersonen regelmäßig und häufig beleidigt worden sind. So erzählte mir vor kurzem ein Patient, dass ihn sein Vater entweder als fettes, krankes Schwein angesprochen hat oder permanent als dummer Idiot. Das war die Hauptanredeform, die dieser Vater seinem Kind in der Kindheit zuteil werden ließ. Das kann man sich natürlich vorstellen, wenn man ein Kind die ganze Zeit so anredet, dass das massive Schäden im Selbstwert hervorruft und verhindert, dass ein normaler Selbstwert ausgeprägt wird und dass in dieser Dauerbeleidigung auch eine Art selbsterfüllende Prophezeiung steht. Wenn man jemand immer als dummes Schwein oder kranker Idiot anredet, wird er sich irgendwann auch dementsprechend aufführen. Eine andere Patientin, eine Lehrerin, berichtet mir, dass ihre Mutter sie grundsätzlich als faule, träge Kuh beschimpft hat. Das war die Standardformulierung, die in der Familie für sie vorherrschte. Auch das hat massive Schäden
zur Folge gehabt. Ich zitiere diese zwei Beispiele bewusst, die natürlich ein bisschen abstrahiert sind, wie alle meine Beispiele in YouTube, dass sich keiner ertappt fühlt. Aber bei beiden Fällen konnte ich beobachten, dass sonst keinerlei Misshandlungs- oder Missbrauchsformen vorlagen und nur der emotionale Missbrauch isoliert vorlag. Und auch bei beiden Patienten haben sich im Erwachsenenalter massive Persönlichkeitsstörungsmerkmale und affektive Störungen in Form von Depressionen ausgeprägt. Also hier konnte man auch gut als Psychotherapeut beobachten, welchen Einschlag, welchen Impact diese Missbrauchsformen hat. Kommen wir zur nächsten Missbrauchskategorie emotionaler Natur, das ist die Beschämung. Hier unterteile ich zwei Fallgruppen, die plumpe, unbeabsichtigte Beschämung und die absichtsvolle, narzisstisch-maligne Beschämung. Ich mache die Differenziertheit deshalb, weil es zwei Fallgruppen gibt, die ich in der Praxis beobachte, nämlich, dass Eltern aufgrund eigener Beschämung in der Kindheit, wo die Beschämung ein Standardmittel war, gar nicht wahrnehmen, wie beschämend sie ihrem Kind gegenüber auftreten und wie sehr sie ihr Kind im Selbstwert verunsichern. Ich komme aus dem Saarland und das Saarland ist eher ein rustikaler Landbezirk mit viel früher Grubenarbeitern. Es herrscht oft ein rauer Umgangston und hier kann man oft bei Familienfeiern beobachten, dass gerade gegenüber Kindern, die in irgendeinem Merkmal in Anführungszeichen auffällig sind, Äußerungen getätigt werden bezüglich Körpergewicht. Also zum Beispiel ein Kind hat ein paar Pfund zu viel auf den Rippen und so werden bei Familienfeiern dann direkt Sprüche darüber gemacht, wie dem schmeckt's immer zu gut, der isst zu viel oder man geht hin und reibt dem Kind über den Bauch und sagt, ach, da hat er wieder zugenommen und das vor allen Verwandten, coram publico. Und das führt natürlich dazu, dass das Kind sich massiv schämt und die Eltern nehmen gar nicht wahr, wie sehr dieses Thematisieren von eigenen Schwachstellen das Kind belastet. Man merkt oft, wie die Kinder stöhnen, zusammenzucken. Ähnliches passiert auch bei Zahnspangen, Brillen, wenn ein Mädchen zu schnell gewachsen ist und in die Höhe geschossen ist, unsere Bohnenstange oder so. Und das sind alles Dinge, die einem Kind nicht gut tun. Gesteigert wird das auch oft noch während der Pubertät. Es kommt bei Kindern und Jugendlichen zu den ersten Liebesbeziehungen. Und dort wird im Bekanntenkreis die neue Verliebtheit, die Knutschflecken breitgewalzt. Und wenn man als neutraler Beobachter mit ein bisschen Feingefühl bei so einer Szene zuguckt, hat man eigentlich das Gefühl massiver Fremdscham. Man würde am liebsten das Kind nehmen und damit weggehen oder selber im Erdboden versinken. Und das sind so Beschämungen, die oft vorkommen, auch bei Eltern, die sich eigentlich für emotional nicht missbräuchlich halten, die aber gar nicht merken, oft aufgrund eigener Versehrtheit, wie weh solche Dinge tun und wie beschämend sie sind. Passiert natürlich auch unter Erwachsenen, allgemein Leute zu beschämen, bloßzustellen, richtet einen massiven Schaden an. Die Variante der Beschämung ist auch noch steigerbar. Das kommt oft in narzisstischen Familien, in leistungsorientierten Familien vor, wo die Kinder einen Selbstzweck, eine narzisstische Erweiterung der Eltern sind, also irgendeine Funktionalität für die Eltern haben. Und hier werden die Kinder über Beschämung oder Bloßstellung dazu angehalten, Leistung zu bringen. Oder falls sie die gewünschte Leistung nicht bringen, wird das Nichterbringen der gewünschten Leistung mit Beschämung geahndet. Also leistungsorientierte, sehr narzisstische Familien legen oft Wert auf Bildung oder besondere sportliche Erfolge. Und das Kind hat so lange seine Ruhe, bis es irgendeinen Fehler macht und dann wird es permanent beschämt. Ich denke da an eine junge Frau, die von ihrer Mutter zur Ballerina gedrillt werden sollte und die immer wieder dann als zu dick, als zu schwer für diesen Sport beschämt wurde. Und die Mutter hat immer darauf geachtet, dass sie die Figur einer Ballerina hatte, hat immer wieder das Gewicht thematisiert, hat das Mädchen auch so in eine Essstörung getrieben, aber hat die auch immer wieder so unterschwellig beschämt gesagt, sie wäre zu korpulent, sie wäre zu umfangreich. Das alles hat nicht direkt so den Tatbestand der Beleidigung erfüllt, hat aber dem Kind massiv am Selbstwert geschadet und hat nachher auch in eine Essstörung geführt. Also das war auch so eine Form
von emotionalem Missbrauch, die direkt sich dann nachher auch in der Symptomatik niedergeschlagen hat. Und deshalb auch das Video zu emotionalem Missbrauch, weil einfach ganz viel emotionaler Missbrauch zu psychischen Krankheiten und schweren psychischen Störungen führt. Das war die Beschämung. Kommen wir gleich im Anschluss dran. Das ist ähnlich, beschreibt ähnliche Muster. Das ist der Leistungsterror. Das heißt, Kinder werden dazu angehalten, Leistungsideale ebenso aus narzisstischen Motiven, zum Beispiel bürgerliche Bildungsideale zu verfolgen. Es geht nicht ums Kind, es geht um die Reputation der Familie. Es geht darum, dass das Kind Bildungsideale verfolgt, die dem Ruhm, dem Nutzen, dem wirtschaftlichen Nutzen der Familie dient. Und hier erfolgt ein regelrechter Terror. Das Kind wird immer wieder zur Leistung angehalten. Es wird nur die Leistung, die Schulleistung, die Performance thematisiert. Und das führt dazu, dass das Kind keine Ruhe mehr hat, nirgendwo mehr sicher ist und so eine ganz unglückliche Kindheit hat. Und Patienten beschreiben mir das auch, dass sie sich in ihrer Kindheit nirgendwo mehr sicher gefühlt hat. Ein lebendes Beispiel für solchen Terror habe ich mal mit meiner Frau erlebt, als ich in Frankreich im Restaurant war. In Frankreich herrscht eine Kultur, im Bürgertum ungeheuer gut aufzutreten, gepflegte Manieren zu haben, sich bei Tisch wirklich hervorragend zu verhalten. Und irgendwann hat mich meine Frau, als wir in Frankreich im Restaurant sahen, ganz stutzig angeguckt und hat mich angestupst und gefragt, was denn am Nachbartisch passieren würde. Die Kinder würden dort sitzen wie so verängstigte Zinnsoldaten. Und da ich in Frankreich groß geworden bin, war mir die Szenerie klar. Das war eine französische Mittelstandsfamilie, die ungeheuer Wert auf Leistung und Etikette gelegt hat. Und an dem Tisch herrschte ein zischender Kasernenton. Die Kinder sind immer wieder dazu angehalten worden, die Ellbogen vom Tisch zu nehmen, ordentlich zu essen, sich gerade zu halten, sich ruhig zu verhalten, gerade zu sitzen. Und das ist eine Form von Leistungsterror, weil die Kinder gedrillt werden und das führt natürlich, ist ein emotionaler Missbrauch, der irgendwann, wenn das dauernd vorkommt, bei Kindern zum Schaden führt, weil diese Kinder keinen Schutzraum erleben. Die können im Prinzip, wenn man an dem Beispiel bleibt, nicht in Ruhe essen. Die haben keinen Schutz beim Essen. Das Essen ist für die eine Tortur. Diese Form des Leistungsterror, die dann auch ein bisschen Psychoterror sein, kann wirklich auch eine Form des Psychoterrors einnehmen. Also Psychoterror ist nochmal eine eigene Kategorie. Ein gutes Beispiel für Psychoterror in Familien ist immer, wenn irgendwelche Pathologien oder irgendwelche schwarzen Flecken in der Familie, irgendwelche Familiengeheimnisse oder irgendwelche ungelösten Pathologien Kindern übergestülpt wird. Also ich hatte einmal eine Klientin, die war emotional sehr reduziert, hat in der Kindheit selber viel emotional mitgemacht, war sich dem aber nicht klar und hatte interaktionell auffällige Verhaltensweisen, war sehr affektarm und hat aber das Problem bei sich nicht gesehen und hat ihrem ältesten Sohn versucht, permanent einen Asperger-Autismus anzuhängen und hat den von Pontius zu Pilatus geschleppt, dass endlich ein Arzt dem Kind die Diagnose Asperger gibt, was für das Kind im höchsten Maß verstörend war und auch direkt in die KJP geführt hat. Eigentlich war das Kind aber kerngesund und die Mutter hat ihre eigene interaktionelle affektive Problematik auf das Kind übergestülpt. In einer Form von Psychoterror. Sie hat das Kind krank gemacht und hat ihm nie die Ruhe gelassen und hat das Kind so krank gemacht. Passiert auch oft, wenn Kinder impulsiv sind, dass man ihnen direkt irgendeine Form von Borderline-Störung, sie müssen überprüfen, ich bin bei ihnen, sie müssen überprüfen, ob unser Kind irgendein Problem hat und meistens sind die Eltern die Symptomträger und stülpen das aufs Kind über. Eine Spur schärfer wird es noch, wenn im Familienkontext irgendwelche Traumatisierungen oder sexuellen pathologischen Vorgänge herrschen oder sexuellen Pathologien gegeben sind, die man dann einem Kind als Indexpatient überstreift. Zum Beispiel hatte ich vor kurzem einen jungen Künstler, dem hat die Familie immer versucht, irgendwie Pädophilie anzuhängen. Der Mann war kerngesund, es gab aber in der Familie eine Geschichte von Inzest und die ist dem jungen Mann übergestülpt worden. Eine Sonderform von Psychoterror, also ein Kind krank machen, indem man was über das Kind überstülpt, kommt auch oft in Traumatisierungen vor, wo Eltern ihre eigene Traumatisierung nicht auf dem Schirm haben. Das heißt, sie stülpen dem Kind den Hass, den sie zum Beispiel auf den gegengeschlechtlichen
Elternteil haben, weil der sie traumatisiert hat, auf das Kind über. Ich hatte ebenfalls mal einen jungen Mann in Therapie, der hatte eine traumatisierte Mutter und die Mutter hat Männer gehasst, weil der Vater an ihren Inzest begangen hat und dieses Inzesterlebnis hat sie nicht richtig verarbeitet und hat dem jungen Mann permanent eingeredet, er sei als Mann grundsätzlich per se pathologisch ein Täter und hat von frühester Kindheit ihm klargemacht, dass sein Sexualorgan, sein Penis ekelhaft sei. Und der Mann kam höchst verstört zu mir in Therapie und wir konnten nach und nach rausarbeiten, dass seine Mutter traumatisiert war. Das hat sich später ihm auch eingestanden und ihn in Geiselhaft für seine Traumatisierung genommen hat. Dasselbe geht natürlich auch andersrum. Ich habe eine junge Frau in Therapie, die einen Vater hatte, der durch die Mutter misshandelt worden ist. Und der Vater hat sie das büßen lassen, indem er immer alle Frauen als Hexen, als durchtrieben und bösartig bezeichnet hat und seiner Tochter nicht uneingenommen gegenübergetreten ist, sondern das Kind als Monster dargestellt hat. Und das ist eine Form von Psychoterror, die zielsicher krank macht und oft noch viel subtiler krank macht als jetzt Schläge mit dem Gürtel, weil man ganz viel Kraft und Zeit braucht, diese Missbrauchsformen aufzudecken, zu analysieren und richtig einzuordnen. Zu guter Letzt, oder besser gesagt zu guter Vorletzt, noch eine Form, die auch ganz häufig vorkommt, die jetzt Einzug hält als Silent Treatment, die Bestrafung durch Schweigen. Das ist auch eine ganz perverse Form, Kinder zu quälen und zu züchtigen. Man bricht einfach den emotionalen, verbalen Kontakt mit dem Kind ab und redet nichts mehr mit ihm. Also das Kind muss ja in der Familie leben, das muss von 0 bis 16, 18 in der Familie leben. Und wenn irgendeine Verfehlung oder irgendwas vorliegt, was in einem der beiden Bezugspersonen, Mutter oder Vater, gegen den Strich geht, entzieht man dem Kind den Kontakt und die Zufuhr, indem man nichts mehr mit ihm redet. Und in ganz perversen Formen liegt dann oft vor, dass mir Patienten berichten, die haben 2 bis 3 Wochen nichts mehr mit mir geredet. Ich war ganz allein. Und das ist eine ganz dramatische Form von emotionaler Misshandlung, für die ich aber sicher noch ein eigenes Video machen werde, das mit Fallbeispielen anreichern werde, die ganz pervers ist, weil das Kind nicht weg kann. Das ist solchen Behandlungen ausgeliefert und kommt nicht raus. Und ganz oft ist ein Elternteil federführend, der sagt, wir reden jetzt mit dem nichts mehr und übt Druck aus, dass das Kind emotional in den Kühlschrank gesetzt wird. Und solche Bindungsabrisse, solche Strömungsabrisse zu den Bezugspersonen, das richtet einen ganz enormen Schaden an und führt auch beim Erwachsenen später zu Bindungsschwierigkeiten und ganz großen Schwierigkeiten, Nähebeziehungen einzugehen. Zu guter Letzt fliege ich noch eine kleine Schleife über die Partneridentifizierung. Das ist eine Form von emotionalem Missbrauch, wo das Kind dazu dient, Bedürfnisse nach Schutz, sozialer Unterstützung der Eltern zu stillen. Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht, das werden wir nachher in der Endcard noch verlinken. Guckt euch das auch mal an. Aber ich werde auch zu allen emotionalen Missbrauchsformen hier nochmal eigene Videos machen. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch auf eurem Entwicklungsweg ein bisschen weitergebracht, das Video. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Wenn es euch interessiert, postet gerne Fragen drunter unter das Video. Schreibt was dazu, ich kommentiere nach Möglichkeit alle Beiträge, liked das Video, kommentiert und das Video, abonniert den Kanal und gerne bis zum nächsten Video. Vielen Dank.